Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge House Flipper. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und wir haben heute Großes vor in der Folge, denn, meine Lieben, wir wollen uns das erste Mal, nachdem das ja so gut geklappt hat mit dem ersten Heim, ne, das dann einfach verschwunden war. Moment, die Cam ist verschoben. Wollen wir uns jetzt endlich unser erstes eigenes Haus kaufen. Und zwar dieses wunderschöne Anwesen hier. Wir werfen mal einen Blick rein. Oh. Hey, das ist schon voll cool. Mit voll dem Smart TV und allem. Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Ja, das sieht ja schon richtig. Ah, die Heizkörper fehlen. Okay. Aber das Haus ist doch schon. Ey, das ist doch schon echt chillig, oder? Scheiß aus, ist auch alles da. Hä? House Value. Okay, wir schauen mal was. 37 Euro kostet ein Radiator. 17.582. Moment. 17.592. Wir kriegen für den Radiator weniger, wie er kostet. Sicher das nicht? Ach nein, 591. Okay, also. Hä? Wir kriegen, okay, wir kriegen nicht. Wir kriegen das, was wir rein investieren. Okay. Hallo? Hä? Ist das Bett im Weg? Ich weiß es nicht. Moment. Ja, das Bett war im Weg, lol. Ne, wir kriegen ein bisschen mehr raus. Wir kriegen mehr raus, wie wir reinstecken. Oh, lol. Das können wir so nicht machen. So. Dass man hier nur durchgehen kann, das ist wichtig. Radiator. Also ich glaube, man bekommt einfach im Allgemeinen, wenn man hier etwas kauft, ein bisschen mehr Geld, wie man reinsteckt quasi. Also was die Sache an sich kostet. Wenn es jetzt 100 kostet, kriegt man halt 150 oder so an Hauswert oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, hier sind die Radiatoren dran. Hier ist Radiator auch dran. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Das ist halt die Frage, was macht man hier noch? Wir können ja mal schauen. Das Problem ist, wir haben kein Geld. Ist natürlich wieder die andere Frage. Oh, wir haben ein Dings. Wir haben ja quasi schon alles fertig. Okay, brauchen wir nur noch einen Point. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Change Tool. Ich könnte jetzt quasi das Haus verkaufen. Hey, was macht das für einen Sinn? Ah, da kannst du verputzen. Was ist, wenn ich alles aus dem Haus verkaufe? Was soll das bringen? Weil das bringt ja nichts, oder? Boah, einfach billige Sachen. Bringt das jetzt was? Ich meine, die sind eh hässlich, die Sachen hier. Ne? Da brauchen wir kein Blatt vom Mund nehmen. Pass mal auf, wir verkaufen das jetzt mal hier. Wir sind jetzt bei 17.750. Okay. Nee, also das macht auch keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Äh,
Jetzt probieren wir mal noch was anderes. Und zwar, wir streichen mal eine Farbe. Okay. Moment. 14.351 ist das Haus wert. 14.351. Okay. Aber wie kann ich den Wert des Hauses steigern? Das ist meine Frage. Das ist ja die große Preisfrage. Wie können wir den Wert des Hauses steigern? Ich probiere jetzt nochmal was aus. Passt mal auf. Jetzt noch mal was aus. Okay, Moment. Also mit Streichen auf jeden Fall nicht. Kitchen Set. Und zwar, ich will mal was probieren. Das ist eine relativ große Küche. Ja, komm, das passt ja so. Okay, nee, warte mal. Wir brauchen erstmal das andere Küchenset. Wow, die ist ja cool. Okay. Würde die hier hinpassen? Fällt mir irgendwie besser. Also hier verändert sich Preis. Oh Leute, sieht ja scheiße aus. Hier verändert sich ja preistechnisch nicht wirklich was. Ich verstehe es nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Drehen wir es halt so. Moment. Noch einen. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das Haus hier renovieren könnte, um hier. Ja gut, wir haben das Haus jetzt, aber. Ich dachte eigentlich. Was können wir noch kaufen? Sofas. Wir gucken jetzt mal, was für ein schönes Sofa. Oh, guck mal, das sieht echt modern aus. Das finde ich cool. Ey, das gefällt mir. Aber natürlich nicht in dem Leder. White Leder, Red, Black. Ne, wir nehmen doch ein anderes. Moment. Moment. Obwohl das schon echt cool ist hier. Black with flowers. Dann nehmen wir das. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Okay. Aber wir haben 17.750. Es bleibt einfach bei 17.750. Das ist das Problem an der Sache. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist das, was ich gerade so komisch finde. Okay. So, dekorieren wir hier das Ganze mal noch ein bisschen. Die Küche gefällt mir zwar nicht so richtig, aber pff, ist jetzt auch egal.
Ganz wichtig ist immer, der Teppich muss unter die Couch. Das ist wirklich wichtig. Wenn ihr mal einen Teppich kauft, glaubt mir, der muss unter die Couch. So, okay. Okay. Ich finde ja mega hässlich hier so eine Uhren. Das geht ja gar nicht. Verstehe nicht. So was. Tisch. Ein richtig coolen Designer-Couch-Tisch wollen wir, oder? Der ist cool hier. Der ist cool. Projekt. Okay. Passt zwar nicht ganz, aber ja, komm, der ist ganz cool. Okay. Ist mir wirklich, also nimmt es mir nicht übel, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, Mikrowelle. Okay. Mikrowelle, Radiator, Tiles. Wir könnten uns überlegen, wir hier hinten was ist denn das? Wall Tiles, ja. Und wieso kann ich nicht an die Wall bauen? Okay. Das ist aber komisch. Panels. Okay. Oh, ich drücke immer Escape, das ist ganz schlimm. Paints, Desks. Warte mal, Desk, da können wir oder könnten wir. Da habe ich eine Idee. Da können wir hier vorne den Raum nehmen. Muss aber mal schauen, ob das passt. Weil der Raum ist ja nicht so groß. Aber der Schreibtisch wird ja trotzdem reinpassen. So, super. Dann brauchen wir einen Chair. Das war so ein richtig coolen Computerstuhl. Computerstuhl. Wir nehmen den. So. So. Okay, super. Dann das. So, Lampen. So ein, finde ich mega hässlich, muss ich gleich dazu sagen, ne? Aber ja, passt eigentlich ganz gut in so einen Computerraum, oder? Oder die hier? Warum kann ich nicht kaufen? Not enough space. Nicht genug Platz. Aha. Ist ein Scherz, oder? Das klappt schon mal gut mit den Lampen. Lamps. Und sowas passt immer ganz gut in den Flur hier. Sowas finde ich schön. Sieht gut aus. Hier in den Flur. Wandlampen sind immer was Schönes, glaubt mir. Nehmen wir noch eine. Setzen hier vorne hin. Ungefähr die gleiche Höhe natürlich. So. Zack. Okay, dann. Pictures.
Pictures kann man auch mal viel machen. Geile Bilder, es geht nichts über ein geiles Bild. Also ohne Frage. Ich mach hier, ich lass hier voll meine Designer-Tricks raushängen, ey. Guck mal, wichtig ist erstmal ein Familienfoto hier. So, okay. So. Okay, dann. Sind natürlich alle ganz schön hässlich. Was ist denn mit sowas hier? Okay, eine Eule. Einfach nur eine Eule. Wir hängen es mal dorthin, wo ich es wirklich hässlich finde. Okay, wartet mal. Ich glaube, den könnten wir uns gerade so noch leisten. Aber wir haben keinen Platz. Doch, wir hätten Platz hier. Würde tatsächlich hier hinpassen. Kann man da noch durchgehen? Sonst macht das keinen Sinn. Das sieht aber auch ziemlich cool aus hier. Würde der hinten in die Ecke passen? Ja. Der ist gut. Okay. So. Dann. Was bräuchten wir noch? Kühlschrank, Waschmaschine. Wie viel Geld haben wir noch? Okay. Okay, wir nehmen hier so eine coole Waschmaschine. An dem Raum ist noch gar nichts hier. Lol. Okay. Jetzt verstehe ich auch mal nicht, warum die Leute die Bäder immer so klein machen. Ist doch schlimm, oder? Warum macht man die Bäder so klein? So, hier so ein Waschtisch. Nice aus. Aber hier gibt es auch viele, viele, viele coole Sachen. Bad. Okay. Aber vermutlich denselben wieder rein, wie ich schon hatte. Bin mir nicht sicher. Sehr gut. Ja gut, aber pff, jetzt ist ja die große Preisfrage, was... Was bringt mir das alles? Was soll mir das alles bringen? Ich kann das Haus jetzt hier ausstatten, aber... Wie soll ich denn Gewinn machen? Versteht ihr, wie ich meine? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil das Geld, was ich hier reinstecke, das bringt mir auch nichts. Oder soll ich es einfach behalten? Ich habe jetzt eben, wisst ihr, was meine Bedenken sind? Ich habe jetzt Angst, dass ich hier jetzt die Folge beende, Exit Game mache und das Haus wieder weg ist. Das ist meine Angst. Deswegen überlege ich, ob ich es jetzt verkaufe. Wisst ihr, ich verstehe den Sinn dahinter jetzt nicht. Ich habe gedacht halt, ich würde gerne so eine abgefranste Bude kaufen, weißt du? Wo du so eine richtig abgefranste Bude kaufst. Jetzt ist das Haus hier vom Markt verschwunden. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst. Schreibt mir wirklich mal in die Kommentare, wenn ihr mehr wisst. Würde mich wirklich interessieren, brennendst sogar. Na, was der Sinn und Zweck jetzt hier dahinter ist. Na gut. Wir sind erstmal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, euer Manus.